Ein Schiff wird kommen und es bringt uns den einen. Den Suzuki Kisashi beispielsweise. Mit der Stufenhecklimousine treten die japanischen Spezialisten für Offroader, Kleinwagen und Motorräder zum ersten Mal in der Mittelklasse an. In der Gastronomie wäre der Kisashi eine Bulette. Es steckt wirklich alles drin. Das ist ein Kompliment. Der 4,65 Meter lange Viertürer kommt in einer kompletten Ausstattung und mit flotten 178 PS auf die Straße. Der Vierzylinder-Benziner mit 2,4 Liter Hubraum sorgt für sportive Fahrleistungen. 8,5 Sekunden vergehen für den Spurt aus dem Stand auf Tempo 100. Die Antriebskraft gelangt über ein manuelles Sechsganggetriebe an die Vorderräder. 7,9 Liter Kraftstoff auf 100 Kilometer weist das Datenblatt als Normverbrauch aus. Der Suzuki Kisashi möchte sich künftig mit dem Skoda Octavia, dem Seat Exeo oder dem VW Jetta messen lassen. Mit seinem Karosseriedesign wahrt der Kisashi die optische Familienidentität mit den kleineren Suzuki-Modellen Swift oder Splash. Die Linie einer klassischen Stufenhecklimousine bestimmt die Seitenansicht. Die doppelte, integrierte Abgasanlage verleiht dem Heck des Kisashi Unverwechselbarkeit. Hinter der rundlichen Heckpartie verbirgt sich ein ordentliches Gepäckabteil. Es verfügt über ein Volumen von 461 Litern. Der Innenraum gibt sich modern, nicht modernistisch. Wertige Oberflächen, sauber zusammengefügt, fallen ebenso ins Auge wie übersichtliche Armaturen. Das Lederlenkrad trägt verschiedene Bedienungselemente. Die Sitze mit Lederpolsterung weisen eine sportliche Konturierung auf. Der quer eingebaute Vierzylinder erfüllt die Abgasnorm nach Euro 5. Die 2,80 Meter, die der Kisashi beim Radstand mitbringt, schlagen sich in einem geräumigen, bequem zugänglichen Fond nieder. Und nicht zuletzt in einem guten Komfort. Besonders angesichts der Fahrbahnqualitäten im Zeitalter der öffentlichen Finanzkrise. Die Leichtmetallräder mit 18 Zoll Durchmesser gehören zur serienmäßigen Ausstattung. Mit seinem Leistungsangebot und der Fahrwerksabstimmung geriert sich der Kisashi als sportliche Limousine innerhalb seiner Leistungsklasse. Suzukis Vorstoß in die Mittelklasse ist ambitioniert. Die Japaner wollen mit einer lückenlosen Serienausstattung für 26.900 Euro auftrumpfen.